Schauen wir hier auf dieses Bild. Es zeigt, wie Jesus erneut fällt. Er fällt hier zum zweiten Mal. Und dazu folgende Gedanken. Der Zug hat bereits das Stadttor durchschritten. Den Herrn verlassen abermals die Kräfte. Jesus sinkt inmitten der gröhlenden Menge unter den Stößen der Soldaten zum zweiten Mal zu Boden. Körperliche Erschöpfung und die Bitternis der Seelen lassen ihn von Neuem stürzen. Alle Sünden der Menschen und auch meine Sünden lasten auf seiner heiligsten Menschheit. Nach Jesaja: Er aber hat unser Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für geschlagen, für getroffen von Gott und geplagt. Doch ob unserer Sünden war er verwundet, ob unserer Frevel zerschlagen. Zu unserem Heile lag Strafe auf ihm, durch seine Striemen wurde uns Heilung. Jesus bricht nieder, aber sein Sturz richtet uns auf, sein Tod erweckt uns zum Leben. Auf unseren Rückfall ist die Sünde Antwort. Auf unseren Rückfall in der Sünde antwortet Jesus mit der Beständigkeit seines Erlösungswillens, mit seinem Überfluss an Vergebung. Und damit niemand verzweifeln muss, richtet er sich mühsam wieder auf und umarmt das Kreuz. Niemals mehr sollen Straucheln und Niedergeschlagenheit uns von ihm trennen. Wie ein schwaches Kind sich reumütig in die starken Arme seines Vaters wirft, so wollen wir fortan, du und ich, uns anklammern an Jesu Joch. Unsere Reue, unsere Demut, sie allein verleihen menschlicher Schwachheit göttliche Kraft.